Yay! Batman wird zum Weihnachtsmann! Er verteilt Geschenke an die ganzen Schurken in Form von seinen Fäusten. Manchmal bekommen sie auch Knochenbrüche. Vielleicht auch ein paar angeknackste Finger. Oder was auch immer man noch alles für ihn. Ausgeschlagene Zähne geht auch noch. Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Eingeschlagene Köpfe. Also zwei Köpfe nebeneinander stoßen. Was könnte Betsy noch machen? Eine warme Dusche nehmen. Ja. Nein. Nee, 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 nee. Na gut, warm hat er es, glaube ich, hier gerade genug. Da braucht er ja noch keine Dusche. Oh, Betsy, das, was du hier gerade machst, würde ich niemals machen über diesem glühenden. Was soll das eigentlich sein für so ein Schmel? Ja, irgendwas Geschmolzenes, aber was? Vielleicht ist es ja Lava. Strukturelle Schwachstelle. Ganz sicher nicht. Danger, keep out. Sieht so aus, als würde ich auf euch hören. Batman sieht der Gefahr ins Auge. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich. Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich habe alles versucht. Tja, hättest dich mehr anstrengen sollen. Die Stacy! Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich glaube, das können wir noch besser. Komm rein, Mr. Hammer. Er ist schon da. Komme, Mr. J. Nein, nicht Mr. Hammer. Nicht Mr. Hammer! Finde ich jetzt nicht so ganz Hammer. Ups, das fand ich auch nicht so ganz Hammer. Ja, rösten wir die Fledermaus. Hauptsache, Chicken bekommt im Kampf von den Schurken bisher keinen Schaden, aber hier durch Feuerstrahl. Zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlen, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her! Ja, denn das ist Mr. Freeze Lieblingsbeschäftigung. Leute über den Tisch ziehen. Über einen eisigen Tisch. Tisch, Tisch, Tisch. Von wem hat Harley gesprochen? Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklären. Ja, sie klang sauer. Was hat er mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. So aus. Hätte gedacht, dass es ihn ewig gibt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Und kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Ja, normal. Als ob der normal aussah. Ja, okay. Er sah halt wie Joker aus. Ja, es war komisch. Ich glaub das nicht. Das gehört alles zu Jokers Plan, ganz sicher. Der überlebt das. Der verarscht Batman, mehr nicht. Ach, hat wieder so einen teuflischen Plan ausgeheckt. Das finde ich aber gemein, dass er mich an der Nase herumführen möchte. Und wisst ihr, was ihr jetzt gemein finden solltet, das Jungs? Das ist ein Kinderspiel. Wenn Batman stirbt, gehört uns die Stadt.
Nein. Vergiss es! Fledermaus! Wollte aber jetzt beim Battering werfen. Aus Gewohnheit. Weil ich das immer mache, bevor sie ihre komischen Dinger. Los, nimm noch was in der Hand. Ich muss das dreimal ablenken, ne? Du stirbst jetzt, Fledermaus. Auf Betsy! Nicht den Falschen angreifen, er wollte doch gerade was werfen. Er wirft! Trau dich! Hättest mich schneller werfen können, bevor ich dich anvisiert habe. Arschkeks! Chattenspiel wieder schlecht! Was zum Teufel machst du hier? Du solltest doch tot sein! Egal, du kommst nicht an Mr. J ran. Wir sind hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen? Warum sollte ich verbrennen? Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Ich meine, das Einzige, was hier offensichtlich brennt... Ja, schön, dass du es wegmachst, Betsy. Musst du die Karte aufrufen? Was hier offensichtlich brennt, ist dahinter, aber das ist nicht im selben Raum wie ich. Warum sollte ich plötzlich anfangen zu brennen? Halley, was geht in deinem Kopf vor? Egal, Stufenaufstieg. Vielleicht doch Multi ausschalten, auch wenn es gerne gemein zu mir ist. Ja, komm. Multi ausschalten. Du springst in die Luft und wirst gleichzeitig eine Reihe von Batarangs. Nur wenn Batman das gerne machen möchte. Manchmal springt er auch einfach nur in der Luft und macht nichts. Dadurch werden alle Gegner, die sich am Boden befinden, bewegungsunfähig gemacht. Diese Attacke ist sehr nützlich, wenn sie direkt abgepasst ist. Sie steht allerdings fehl, wenn sich kein Gegner am Boden befindet. Diese Spezialkombo-Bewegung kann nur dann eingesetzt werden, wenn deine Koordinationspunktzahl bei 8 oder drüber liegt. Ja, checken. Vielleicht ist es deswegen immer fehlgeschlagen, weil niemand am Boden liegt, du Schwachkopf! Ich bin kein Schwachkopf! Doch. Doch bist du. Ach, jetzt darf ich Trophäen scannen auf einmal. Zwei auf einmal mit zwei unterschiedlichen Farben. Was hat es wohl damit auf sich? Wieso gibt es hier eine grüne und eine rosane? Das werden wir noch sehen. Obwohl, das ist eigentlich nur... Nee, oder das ist Dingsschloss. Ohne die Codes der Stadtverwaltung. Schärfe Stadtverwaltung. Dann downloade sie dir. Die gibt's doch bestimmt im zahlreichen im Internet. Aber nett, dass ich jetzt hier auch die Trophäen mal endlich scannen darf. Was sagst du zu Harley? Was? Bin beschäftigt. Wenn du nicht aufhörst, auf diese Taste zu drücken, dann sag ich es meinem Joker und der wird so böse. Ich glaube, das ist der gleiche Text. Hallo? Ist das die Hand? Sie haben diesen Durchgang gesichert. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, an Jokers Männern vorbeizukommen. Schurken, die Schusswaffen tragen, sind orange markiert. You don't say. Sandy Solz hätten wir das schon vor in der letzten Aufnahmesession bemerkt. Und die wollen sich, einer von denen will sich an Harley ranmachen. Dann fahre ich. Oder du kriegst eine Kugel ab. Erstmal werd nicht übermütig. Batman ist gefährlich.
und Harley erst recht. Ja, aber ich bin ja wohl gefährlich, Alter. Harley, also bitte. Warte. Nee, was ist drin? Hängen! Hallo! Und? Ich bin's! Wie oft hast du Batman gesehen? Sagte ich doch! Zu oft! Und wie oft hast du dir dabei in die Hose gemacht? Sehr witzig! Entschuldige, Mann. Ich kann einfach nicht glauben, dass du Angst vor einem Kerl in einem Halloween-Kostüm hast. Der ist vermutlich eine urbane Legende. Eine urbane Legende? Eine verdammte Legende? Ja, und falls er echt ist, erledige ich ihn. Kannst dich später bedanken. Erstens ist Halloween vorbei und zweitens, ich bin so echt wie dieses Doppelausschalten. Was mich gerade verwundert, sollte da nicht ein Typ stehen? Wo Batman dann den Kommentar macht, ja, der kann diese Leute hier drin eh nicht warnen, denn hier drin ist es so laut. Also kann er sie ruhig hier ausschalten, die Leute in dem Raum hier. Ohne dass er, der eigentlich hier drinne wäre, da, was zur Hölle? Abgeschlossen. Oder gibt's den nur im New Game Plus, warum auch immer? So, wenn jemand nach Mr. J fragt, sagst du. Okay, ich sag nur noch den gleichen Text. Nein, du erzählst gar nichts. Nun, dann sag er. Ja, ich erzähl gar nichts. Ich erzähl dir noch nicht mal von Batmans größtem Geheimnis. Ja, sein größtes Geheimnis. Ist das so sein mag. Nicht etwa seine wahre Identität. Nee, nee, nee. Batmans Geheimnis ist, er trägt rosa Socken. Die sieht man nur nicht wegen den Schuhen, aber er trägt rosa Socken. Deswegen sind auch hier manche Trophäen rosa, wie die hier. Und Jokers Jungs. Die werden auch rosa. Was lässt du dir wie für einen Quatsch reinfallen, Tickern? Weiß ich nicht. Bin halt so. Voller Quatsch, Irrsinn. Und es wird langsam so dunkel, dass ich die Ziffer meiner Uhr nicht sehe. Egal. Ich habe ja eh gerade mal von einer halben Stunde angefangen. Hast du das Geräusch gehört, das die letzte Ärztin gemacht hat? Ich liebe es, wenn sie so schreien. Ich auch. Sie gehört aber auch zu den Lauteren. Ein kleiner Schreihals, wenn du verstehst. Ach, hey, wenn sie wüsste, was Abramowitsch mit dir anstellen wird, würde sie mehr als nur schreien. Weißt du noch, was er mit dem letzten Quacksalber gemacht hat? Er tat mir irgendwie leid. Frisch von der Uni, meldet sich freiwillig, um uns armen, verzweifelten Kriminellen zu helfen. Und wir bedanken uns bei ihm dafür, indem wir ihm die Beine brechen und ihn in einen Schmelzofen werfen. War trotzdem lustig. Hab Fotos gemacht. Wo hast du denn die Kamera her? Vom Pinguin. Der Kerl kann alles besorgen, wenn man genug Geld hat. Ihr seid Schweine, wisst ihr das? Was kann ich so denn Ekelhaftes mit euch anstellen zur Rache? Oh, entwaffnen. Okay, das Ausschalten. K.O.-Schmetterangriff. Machen wir's kurz, Jungs. Stopp, Batman! Sofort! Na, das ist schon an mir vorbeigelaufen. Gefällt mir nicht. Bis unten.